A/B-Split-Tests mit WordPress erstellen. Split-Tests sind eine wirklich geniale Möglichkeit, wie du deine Website optimieren kannst, wie du deine Conversions erhöhen kannst und damit den Umsatz und Gewinn deiner Website steigern kannst. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du einen WordPress-Split-Test sehr einfach und smart anlegen kannst. Ich zeige dir das am Beispiel von Thrive Optimize. Thrive Optimized ist ein sehr cooles Plugin, mit dem du direkt in WordPress einen Split-Test anlegen und einrichten kannst. Zudem zeige ich dir, welche Elemente du testen solltest, was Sinn ergibt. Du findest dieses Tool unter www.oliverpfeil.de/go/thrive-seams und dort landest du dann auf folgender Seite. Hier auf dieser Seite findest du rechts oben die Produkte und dort findest du Thrive Optimize und den Thrive Architect. Diese beiden Plugins funktionieren zusammen. Thrive Architect ist ein Page Builder für WordPress. Damit erstellst du conversionstarke Sales Pages, Landing Pages oder was auch immer du erstellen möchtest. Und Thrive Optimize ist quasi in Architect integriert und damit kannst du das Ganze dann split testen. Wenn du nach diesem Video sagst, oh cool, dieses Tool gefällt mir, dieses Tool möchte ich haben, klicke hier einfach auf All Products oder Our Products und hier auf Thrive Membership. Dort findest du eine günstige Lösung, wie du all diese Marketing-Plugins für WordPress bekommst. Du siehst es hier, was hier alles dabei ist, eine Menge an wirklich coolen Plugins. Du bekommst hier regelmäßig Updates und das zu einem wirklich sehr fairen Preis. Sieh dir das einfach einmal an. Gut, ich habe jetzt hier eine WordPress-Seite vorbereitet und erstelle jetzt einfach mal Split-Test 1, 2, 3 und klicke auf Veröffentlichen. Als nächstes starte ich den Thrive Architect und erstelle damit einfach eine Vorlage. Hier rechts oben gibt es hier dieses Wolkensymbol und hier kann ich aus einem bestehenden Design auswählen. Hier gibt es viele verschiedene Designs und ich wähle mir hier einfach einmal dieses hier aus. Das lädt dann ganz kurz und anschließend hast du hier eine schöne Vorlage mit einer Headline. Hier kannst du ein Video einbinden und alles super und schön formatiert. Du kannst es übrigens auch für das Tablet anschließend optimieren und für das Smartphone. Funktioniert alles ganz gut. Als nächstes speicherst du das Ganze. Ich blende das kurz ein. Hier links unten speicherst du das. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, das ist hier unsere fertige Seite und die möchten wir gegen eine andere Seite testen. Du klickst hier einfach rechts oben auf AB, Create New Test. Und dann hast du hier zwei Möglichkeiten. Du kannst eine komplett neue Variation erstellen mit einem komplett anderen Design oder du kannst ja sagen, du duplizierst diese Variante und änderst einfach ein Element. Ich dupliziere diese Variante, ist mit einem Klick geschehen und dann klickst du bei der zweiten Variante auf Edit. So, jetzt wird auch schon die zweite Variante geladen. Ich speichere das kurz und jetzt habe ich quasi zwei gleiche Varianten. Und diese Variante passe ich jetzt ein wenig ab. Das möchte ich dazu nutzen, um dir diesen Editor auch kurz zu zeigen. Auf der linken Seite findest du immer die Optionen und Einstellungsmöglichkeiten des Elements, das du angeklickt hast. Und hier auf der rechten Seite findest du bei Plus neue Elemente, die du ganz einfach per Drag and Drop einbinden kannst. Ich mache jetzt hier einfach die Schriftart ein wenig kleiner. Dann ändere ich hier die Farbe. Das Video möchte ich löschen. Dazu klicke ich auf das Papierkorb-Symbol. Und jetzt möchte ich einen Button einfügen an dieser Stelle. Und designe mir hier einen Button, eine Farbe, kann hier auch die Farbe der Schrift verändern. Ich erkläre jetzt nicht den Editor im Detail, weil das würde zu lange dauern, aber das ist ganz innovativ. Du kannst ja auch die Abstände, das hier so
ganz schön machen. Dann fügen wir noch einen Schatten hinzu und jetzt möchte ich den Button noch etwas breiter haben. So sieht das Ganze schon einmal sehr gut aus und ich kann jetzt hier noch die Abstände etwas verändern, verkleinern und das auf meine Bedürfnisse anpassen. Ich glaube, du hast gesehen, wie das funktioniert und so kannst du mit diesem Editor sehr, sehr coole Seiten erstellen, du kannst sie testen, du kannst individuelle Buttons erstellen, du kannst so Background Sections erstellen, du kannst coole Icons hier erstellen und kannst hier zwischen ganz vielen verschiedenen Icons wählen, die du hier einfach anklickst und dann auf Einfügen klickst und hast hier eine Vielzahl an coolen Möglichkeiten. Gut, jetzt wechseln wir zurück zum A-B-Split-Test. Wir haben jetzt hier Variante 1 und Variante 2 und wenn das für uns so passt, können wir, ich blende es hier ein, rechts oben Setup and Start A-B-Test. Wir klicken darauf, dann geben wir den Split-Test einen Namen. Ich nenne das wieder Split-Test 1, 2, 3. Wir können eine Beschreibung noch angeben, das überspringe ich jetzt. Und wir könnten aktivieren, dass automatisch ein Gewinner erarbeitet wird und sehen uns hier die Rahmenbedingungen dazu an. Das möchte ich nicht und klicke auf Next. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten, entweder Subscription anzuwählen, das ist der Eintrag in einen Newsletter, einfach das Besuchen einer Seite und das linke bedeutet, dass eine Conversion mit einem bestimmten Wert hinterlegt ist. Ich mache jetzt Visit a Goal Page und dann wählst du hier einfach die Danke-Seite aus. Das heißt, die Seite, auf der der Besucher gelangt, wenn er die Aktion auf deiner Sales Page, Landing Page durchgeführt hat. Ich wähle jetzt einfach beispielhaft das Impressum, weil das jetzt keine Rolle spielt. Und dann passiert Folgendes. Wenn jemand deine gerade erstellte, getestete Seite aufruft, dann werden abwechselnd die Besucher auf Variante 1 und Variante 2 geleitet und es wird dann von diesem System getrackt, wer hier die Impressumsseite besucht hat, also die Danke-Seite letztendlich. Und damit bekommst du dann Statistiken, so und so viel Prozent haben über Variante 1 zugeschlagen, so und so viel Prozent über Variante 2 und kannst das dann verfolgen und dann entsprechend den Split-Test so durchführen. Ich habe das jetzt so gestartet und damit läuft auch dieser Split-Test. Wenn du hier auf der Seite dann nach unten scrollst, siehst du hier die Besucher, die Conversions, die Conversion Rate, das ist jetzt natürlich auf 0, aber das wird dann entsprechend errechnet. Genauso funktioniert es, einen Split-Test in WordPress zu erstellen. Hier noch einmal kurz unter www.oliverpfeil.de/go/thrive-themes findest du dieses Plugin. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Ich empfehle dir auch die anderen Plugins von Thrive Themes anzusehen. Diese sind nämlich sehr, sehr wertvoll. Am Ende dieses Videos noch einen kurzen Buchtipp von mir, das Buch Geldmaschine Internet. Dieses Buch habe ich selbst geschrieben und es trägt den lustigen Untertitel Mein Chef kann mich mal, ich mache jetzt Online-Marketing. Was einen lustigen Untertitel hat, hat aber einen ganz sinnvollen und wichtigen Hintergedanken. In diesem Buch beschreibe ich dir ganz kompakt auf 170 Seiten, es ist absolut leicht verständlich für Anfänger geeignet, welche Online-Marketing-Möglichkeiten es gibt, wie du mit deiner Website Umsatz und Gewinn erzielen kannst und welche Möglichkeiten es grundsätzlich dafür gibt. Online-Marketing bzw. das Internet bietet heutzutage so viele coole Möglichkeiten und da ich diesen Job, diesen Beruf seit mittlerweile 9 Jahren ausführe, Stand dieses Videos, wenn du das Video siehst, wahrscheinlich noch etwas länger, habe ich viele Erfahrungen gesammelt und weiß ganz genau, welche seriösen Möglichkeiten es dazu gibt. Und genau das habe ich in diesem Buch für dich zusammengefasst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir dieses Buch bestellen würdest. Darin bekommst du einen wirklich grandiosen Überblick, mit dem du dann
weitere Aktivitäten durchführen und starten kannst. Auch das Thema Split-Tests werden wir in diesem Buch noch etwas genauer behandeln. Du findest das Buch unter www.oliverpfeil.de/produkte/buch-gmi. GMI bedeutet Geldmaschine Internet. So, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Buch. Klicke am besten gleich auf den Link bzw. rufe ihn auf und bestelle das Buch. Und als nächstes solltest du dann deinen ersten Split-Test erstellen. Das wird sehr, sehr cool und du wirst sehen, dass du mit Split-Tests deine Website enorm optimieren kannst. Viel Spaß damit, viele Grüße, dein Oliver Pfeil.